Seats Back, live. Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur zweiten Live-Episode hier von Backseat, dem Community Talk. Heute das allererste Mal auf Twitch. Dementsprechend bin ich sehr aufgeregt. Vor allem bei der Zuseheranzahl. Genau, bei der Zuseheranzahl. Ja gut, es ist natürlich klar, erste Mal, wahrscheinlich werden es heute nicht so viele Leute. Aber ist auch nicht weiter wild. Ist auch erstmal so ein Testlauf. Wahrscheinlich ja. Haben wir noch diverse technische Hürden heute zu nehmen. Gucken wir mal, wie es hinhaut. Wer ist denn alles schon da? Tingle Dan ist da. Mastermind ist auch da. Wunderbar. Immerhin schon mal so zwei bekannte Gesichter, Namen. Ja, mal sehen. Ronny fehlt noch. Wegen dem machen wir das ja wirklich. Genau, nur wegen Ronny. Völlig egal. Foxy ist auch da. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, fangen wir mal so locker an. Grundsätzlich heute vier geplante Themen. Einmal VPN im Xbox Store. Da tut sich ja anscheinend so ein bisschen was. Da können wir mal drüber sprechen. Dann ein bisschen über Space Marine 2. Das ist jetzt ja offiziell am Montag an den Start gegangen. Ja. Dann gab es diese Woche so ein paar Gerüchte über GTA 6. Das kommt später, kommt es doch nicht später, so ein Hin und Her. Ja, und dann müssen wir als Highlight so ein bisschen, das heben wir uns für den Schluss auf, über die Konsolen mit Generation sprechen. Vor allem über die PS5 Pro. Und das machen wir natürlich ganz seriös hier. Ja. Selbstverständlich. Genau. So, Rakete ist auch da. Wunderbar. bin mal gespannt. 9 Leute online, ob wir heute die Zähne knacken. Das wäre schon mal ein erster Teilerfolg. Ansonsten machen wir es demnächst wieder bei YouTube. da hatten wir letztes Mal deutlich, deutlich mehr. Aber ja. Wird ja vielleicht noch was. Ja, erstes Thema. VPN. Ja. Anscheinend hat sich da so ein bisschen was getan. Es gab im Netz so ein paar Leute, die Screenshots gepostet haben, dass sie eben nicht mehr per VPN irgendwelche Spielecodes, also Keys, einlösen konnten. Und da wurde dann darauf hingewiesen, dass man in einer falschen Region unterwegs sei und man doch das ändern möge. Entweder schnell umziehen oder irgendwie die Regionseinstellungen ändern. Ja. Das gab's. Ich habe das vor 2 Jahren bei Reddit schon mal gesehen, dass das jemand gepostet hat, aber ich glaube, das waren nur 2 oder 3, die dann bejaht haben, dass ihnen das auch passiert ist. Also, ja. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Rückmeldungen. Interessanterweise sitzen die aber, so wie ich das, also alles Spanisch sprechen. Ich glaube, Südamerika ist eher so im Bereich Mexiko und sowas. Kann natürlich gut sein, dass das so ein regionaler Test von Microsoft ist, dass die einfach mal gucken, okay, in den und den Ländern, da versuchen wir mal, ob die Spieler auf die Barrikaden gehen, wenn wir das VPN blockieren. Ja. Um dann zu gucken, dass man das irgendwie auf die ganze Welt ausweitet. Grundsätzlich VPN, nutzt du es beim Shoppen? Nee, also VPN habe ich schon lange nicht mehr benutzt, weil das muss man ja grundsätzlich nicht, wenn man klug ist und die Keys so kauft, dass sie auch in der EU oder im Dachraum eingelöst werden können. Ja. Von daher. Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß, dass du mich vor ein paar Monaten mal mehr oder weniger dazu genötigt hast oder mich darauf hingewiesen, dass Alan Wake 1, das Remaster, irgendwo ganz günstig war. Das hattest du dir dann geholt und ich habe es dann auch schnell gemacht. Und ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das war dann aber auch mit VPN. Ich weiß nicht mehr.
Das war irgendwo anders. Ja, Bioshock habe ich mir, wo habe ich mir das geholt? 5 Euro, ich glaube Argentinien. Aber wie gesagt, also der Code war ohne VPN einlösbar. Ja, also es gibt ja diesen Trick, dass man, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Darfst du natürlich. Nee, aber es gibt ja diesen Trick, dass man quasi seinen Computer im Grunde einfach die Region umstellt und das reicht in 99% der Fällen. Beim Rechner jetzt oder ja. Ja, am Rechner. Und du kannst dann über den Windows Store den Key einlösen und ja. Okay. Ja. Wusste ich nun nicht. Ja, ansonsten, ich weiß auch gar nicht. Ehrlich gesagt, so ein bisschen wundert mich das schon, dass Microsoft das bislang so toleriert hat. Ja. Weil man kommt da ja schon relativ günstig an diverse Spiele ran, wenn man so sieht, so gerade so angefangen hat es auch in Südamerika, Brasilien und so, da waren so die ersten Länder, wo man richtig günstig an Keys rankommen konnte, weil die ja so ein, bei deren Währung ja so ein Stutzluch dahin legt. Türkei war immer mal ein Thema. Und ja, es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man jetzt hier ein neues Vollpreisspiel für 69 Euro oder sowas im Store kauft und dort bekommt man es dann für neue Teile, Spiele teilweise für 29 oder irgend sowas oder wenn es ein bisschen ältere sind, teilweise einstellige Euro-Beträge gibt es auch nicht selten. Ja. Gleiches Thema wie mit dem Game Pass-Abos und sowas. Ne? Ist ja... Ja, da war ja Netflix, bei Netflix ging das ja auch ganz gut, dass man seinen Account in der Türkei oder so anmeldet und quasi dort den Tarif bezahlt hat. Und das haben sie ja seit diesem Jahr oder letzten Jahr komplett abgedreht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Microsoft da definitiv auch irgendwas machen wird, weil, wie du sagst, in denen geht da trotzdem einiges an Geld. Ja, ne? Und im Grunde genommen ist ja so ein VPN-Block ja im Grunde genommen relativ... simpel technisch umzusetzen. Und mir kann ja auch keiner erzählen, dass die das nicht wissen, dass das einige Leute nutzen. Deswegen, wundert mich schon so ein bisschen, dass das bislang so funktioniert hat. Aktuell funktioniert es auch noch. Interessanterweise, es hat sich aber ein bisschen was geändert. Als ich Anfang der Woche dazu die News geschrieben hatte, da war auf den Screenshots, die Leute da gepostet haben, eine interne Internetadresse zu sehen, wo es dann weitere Informationen zu dem Thema gibt. Jetzt habe ich jetzt vergessen, welche das war. Ich hatte, warte mal, wo war das hier? Und zwar war das die Internetadresse Xbox.com Incorrect Region. Und als ich es ausprobiert hatte an dem Tag, war es Montag, ging's nicht. Da gab es die zumindest auf der deutschsprachigen Seite nicht. Mittlerweile gibt es die Seite. Und da wird dann tatsächlich auch darauf hingewiesen, wenn man diese Fehlermeldung bekommt, dann möge man noch bitte die Region ändern. Was auch immer das so konkret bedeutet. Wie gesagt, schnell mal den Koffer packen, umziehen. auf jeden Fall hat sich da irgendwas getan. Keine Ahnung, ob das jetzt Stufe 2 schon gezündet wurde hier in Europa. Ich weiß es nicht. Wäre natürlich so ein bisschen ärgerlich. Klar. Wenn es tatsächlich nicht mehr funktioniert, also es ist ärgerlich, also aus finanzieller Sicht wäre es natürlich blöd, vor allem mit dem Game Pass, wie so manche sagen. Ich bleibe ja beim Game Pass. man spart ja schon eine Menge, ne? Ob ich jetzt wirklich jetzt ein Hunderter für ein ganzes Jahr oder noch weniger teilweise Abo und bezahle oder deutlich mehr, ist natürlich schon, macht sich bemerkbar. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir werden sehen, ob Microsoft danach schärft. Aber es wäre auf jeden Fall bitter, wenn das nicht mehr funktionieren würde. Ja, aber du hast ja schon gesagt, man sollte immer mal die Augen offen halten, was so die EU-Stores so sagen, weil das finde ich auch absurd, dass teilweise selbst innerhalb der EU teilweise andere Preisangebote mal irgendwie online sind. An dieser Stelle auch nochmal so der allgemeine Hinweis, immer mal gerne gucken nach Island.
Da gibt es oft auch sehr gute Preise. Ja, Island gehört nicht zur EU, aber Island ist Teil des europäischen Wirtschaftsraums oder wie man das heißt. Und insofern hat man da schon von Gesetz wegen keine Probleme beim Shoppen. Das heißt, man muss da definitiv nichts mit VPN oder sonst irgendwas machen. Das ist völlig legitim, dort einzukaufen. Muss man mal die Augen offen halten, dann kriegt man da sicherlich auch den einen oder anderen einen guten Deal mal mit. Wow, das Pass klingt sehr gut. Gewöhn dich nicht dran. Nee, ich gewöhne mich auch nicht an den Pass, weil ich habe es ja schon so oft gesagt, im Amerikanischen heißt es Pass. Ja. Und aber das weiß die Rakete nicht so genau. Schweiz geht auch, zum Beispiel bei Instant Gaming, sagt Ronny. Kann man die dann problemlos einlösen oder also direkt? Ja, aber Schweiz ist nicht auch europäischer Wirtschaftsraum? Schweizer haben immer so, die machen da immer so ein... Die haben doch irgendwie eine Ausnahme, oder? Irgendwelche Extrawürste kriegen die doch immer. Also Schweiz, Island und auch ansonsten mal in die anderen Länder gucken. Da gibt es immer mal ein paar interessante Angebote zu entdecken. Apropos Angebote, da können wir gleich beim nächsten Thema weitermachen. Diesen Montag ist jetzt Space Marine 2, Warhammer 40k Space Marine 2 offiziell gestartet. Und da habe ich nämlich gesehen, dass es das Spiel schon in einigen VPN-Regionen, ich nenne sie mal VPN-Regionen, schon im 20er-Euro-Bereich gibt. Irgendwie 26 bis oder 29, irgendwas habe ich da gelesen heute. Ich will euch natürlich nicht dazu ermutigen, jetzt hier dieses Spiel für unter 30 Euro euch zu kaufen, weil das damit verstößt ihr gegen die AGBs der Xbox und muss natürlich alle Konsequenzen tragen. Ja, nicht, dass du eine Unterlassungsklage bekommst. Genau, also hiermit distanziere ich mich komplett davon, VPN zu nutzen. Ich appelliere an jeden Zuschauer, den überteuerten deutschen oder österreichischen Xbox-Store zu nutzen. Ja, ja. Nee, Space Marine 2 ist da. Ja, erzähl und, mal, wie lief's? Erstmal freue ich mich drüber, denn das Spiel scheint wirklich sehr gut zu laufen. Hat jetzt auch eine News die Runde gemacht. Bei Steam war das, glaube ich, sehr viele Spielerzahlen, sehr hohe Spielerzahlen, sehr erfolgreich gestartet. Und das finde ich wirklich, wirklich toll, weil das ist ein wirklich gut gemachtes Spiel. Wir hatten ja das Let's Play bei YouTube da, die erste Stunde. Mittlerweile habe ich so, ich bin immer noch nicht durch, obwohl Kampagne, so lang ist die nicht, also 10 Stunden, dann mehr braucht man da nicht. Wahrscheinlich, wenn man schnell spielt, sogar weniger. Ich habe jetzt so 5-6 Stunden oder sowas hab ich rum. Wow. Und es ist wirklich sehr atmosphärisch gemacht, sehr stimmig. Passt. Grafik ist gut, wobei ein paar Abstriche würde ich da noch machen. Also ich finde so gerade so die Gesichter von den Marines und sowas, wenn sie ihren Helm abnehmen, ja, weiß ich auch nicht. Aber grundsätzlich so die Umgebungsgrafiken und sowas gefällt mir schon ganz gut. Mhm. Hier fragt jemand, wie der Qualitätsmodus ist. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, selbst im Qualitätsmodus, dann läuft es halt mit 30 Frames. Ich bin aber auch nicht so empfindlich, was so die Framerate angeht. Das stört mich jetzt in seltenen Spielen, auch wenn es jetzt ein Shooter ist, aber ich finde, so schnell spielt man da nicht. Das geht schon. Ansonsten Performance-Modus ist sicherlich die erste Wahl da. Ja, ansonsten so vom Gameplay erinnert das Ganze natürlich sehr stark an Gears of War. Ich habe es schon oft gesagt, dass ich da die Entwickler von Saber Interactive definitiv so ein bisschen von Gears of War abgeschaut haben. War bei Space Marine 1 aber auch schon der Fall.
Aber ist da so ein Geben und Nehmen, auch das habe ich schon gesagt, auch Gears of War ist stark von Warhammer inspiriert, so gerade so was so die, das Charakterdesign angeht, was so die Umgebung, die Architektur der Gebäude und so, das ist alles Warhammer-Style, sage ich mal. Mhm. Aber ist auch egal, wichtig ist ja, dass es einfach Spaß macht und das macht es. Ist von der Story her wird gut erzählt, es gibt eigentlich so gut wie gar keine Längen. Klar, du hast so sehr lineare Schlauchlevel. Aber gut, das hast du bei Gears oder bei anderen Shootern ja auch nicht anders in der Kampagne. Das muss man halt wollen. Aber ganz ehrlich, ich bin auch mal wieder froh, dass man mal wieder so ein Spiel hat, was eben nicht so diese offene Spielwelt hat, was an jeder Ecke sagt, komm, entdeck mich und so und erleb hier irgendwas. Ich finde es ganz, ganz gut, dass man da so ein bisschen an die Hand genommen wird und das so stringent da den Weg gehen muss. Ja, das ist schon ganz gut. Was ja ein Thema war auf Discord, die Spiellänge beziehungsweise der Inhalt, was sagst du dazu? Also was kann das Spiel alles bieten? Naja, also du kannst es erstmal grundsätzlich, also die Kampagne selbst ist, glaube ich, angegeben, wenn ich mich nicht täusche, mit 10 bis 12 Stunden oder sowas. Wobei 12 Stunden ist zu viel, das sind sicherlich weniger. Du kannst also einmal, klar, alleine durchspielen, du kannst es im Dreier-Online-Koop gemeinsam spielen, die Kampagne komplett. Dann gibt es noch PvE-Missionen, die man auch im Koop spielen kann. Das sind eigenständige Missionen abseits von der Kampagne. Wobei, du hast in der Kampagne immer mal so ein paar Szenen, wo du irgendwo, ich sag mal so, du greifst von rechts an und dann kriegst du irgendwie von irgendeinem NPC gesagt, ja, das andere Team kämpft sich von links gerade heran. Und dann kannst du zum Beispiel in diesem Fall jetzt in dieser Extra-Mission dann halt das andere Team spielen, was gerade zur gleichen Zeit irgendwo anders am Kämpfen ist. Das heißt, das erweitert so die Story so ein bisschen. Und da hast du, glaube ich, sechs einzelne Missionen aktuell. Sechs? Mhm. Ich meine, es sind sechs. Bin mir gerade nicht sicher. Und das Schöne ist, da soll es definitiv noch Nachschub geben. Die Entwickler haben ja schon so die Roadmap für die nächsten Monate und auch fürs nächste Jahr bekannt gegeben. Und alle PvE-Missionen, die noch kommen, die gibt es kostenlos. Man braucht nicht den Season Pass dafür, den es auch gibt, aber der ist wirklich augenscheinlich nur so eher für kosmetische Inhalte, wer es denn wirklich haben will. Das heißt, alles so, was spielerische Updates, Inhaltsupdates angeht, die wird es anscheinend kostenlos geben. Mhm. Das finde ich wirklich sehr vorbildlich. Das ist super, ja. Und Multiplayer, hast du Multiplayer probiert, oder? Nee, Multiplayer gibt es auch. 12 Spieler, 6 gegen 6 kann man zocken. Ich habe es tatsächlich noch gar nicht ausprobiert. Hatten wir ja gerade das Thema im regulären Podcast, Story versus Multiplayer. Wenn ihr es verpasst habt, dann schaut mal rein. Ja, ich habe noch gar nicht reingeschaut. Ich habe es mir mal vorgenommen, aber ich habe jetzt auch die ganzen, seit dem Wochenende eigentlich keine große Zeit dafür gehabt. Aber ich einen Blick riskieren werde ich auf jeden Fall mal. Das klingt ja nach einem guten Gesamtpaket eigentlich. Ist es auch. Es gibt so ein paar Sachen, die mich so ein bisschen stören. Einmal so, dass man... Also es fehlt so dieses ganze Deckungssystem, was man von Gears of War kennt. Das gibt's nicht. Es ist halt also wirklich nur ein Third-Person-Shooter, kein Deckungsshooter. Aber das ist jetzt kein negativer Punkt, weil es gibt auch genügend, das habe ich auch schon gelesen, bei Discord oder sowas, wo jemand meinte, dass er mit dem Deckungssystem nicht zurechtkommt bei Gears of War. Insofern, hey, hier hast du dein Spiel. Dann so grundsätzlich diese Hintergrundgeschichte, ich finde es immer noch so ein bisschen verwirrend nicht, also es ist schon klar, worum es da geht grundsätzlich in dem Spiel, aber wenn man im Warhammer-Universum nicht so wirklich beheimatet ist und so die anderen Sachen nicht kennt oder auch den ersten Teil nicht, also man muss den ersten Teil auch nicht kennen dafür, für das Spiel hier, das ist schon so eine eigenständig abgeschlossene Story, aber es gibt halt so ein paar, Bezüge zum ersten Teil, da wird mal ein paar Sachen erwähnt oder sowas, aber wie gesagt, man muss es halt nicht kennen, nur wenn man es kennt, dann kann man sich da
sicherlich an die ein oder andere Szene dran erinnern. Aber Warhammer-Universum, das ist halt so ein Thema. Ich persönlich bin nicht drin, ich kenne mich damit nicht so aus. Mhm. Und deswegen weiß ich auch gar nicht, was es da so für Fraktionen gibt, wer was ist. Da bin ich dann auch schon, also da hätte ich grundsätzlich im Spiel mal so ein etwas längeres Intro mir gewünscht, was so ein bisschen so das große Ganze mal erklärt. Und nicht nur von wegen, okay, du bist jetzt hier ein Ultramarine, du wurdest degradiert und jetzt bist du auf dem Planeten, da kommen irgendwelche anderen Viecher und die musst du jetzt bekämpfen. Also so ein bisschen wenig, finde ich. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Und zum anderen ist auch so die eigene Fraktion, das eigene Volk für mich so ein bisschen so ein Rätsel, weil das ist ja so sehr eine religiöse Gemeinschaft. Da gibt es diesen obersten Führer, das macht so leicht so sektenähnlichen Eindruck. Es macht keinen sympathischen Eindruck. Also ich weiß nicht, ob das ein Problem ist. Ich habe nur das Gefühl, im Grunde genommen wäre das eine Fraktion, die ich eigentlich auch ganz gerne als Gegner hätte. weil, wie gesagt, die machen nicht so den ganz sauberen Eindruck. Und auch in dem Team, was man da spielt, in der Story, ich lasse es nicht groß spoilern, da gibt es sehr viele, die drei Charaktere, mit denen man da die Mission macht, die sind alle skeptisch sich gegenüber. Wie heißt das? Mir fällt das Wort gerade. Egal. Also jeder meint irgendwie von wegen, oh, ist das vielleicht einer, der nicht so religiös ist, der irgendwie was zu verbergen hat, der irgendwie ein falsches Spiel spielt. Da wird immer viel drüber gesprochen. Man weiß nie genau, wer auf der eigenen Seite steht, ob es vielleicht irgendwelche gibt, die gegen die Regierung selber irgendwie antreten. Ich weiß nicht. Also es ist sehr, sehr komisch, so ein bisschen für dieses Volk, ich sage es mal Volk, da zu kämpfen. Das finde ich so ein bisschen seltsam. Ja, und dann halt auch der Hauptcharakter, der eigene Charakter, den man spielt, standardmäßig. Das ist halt so ein Ultramarine, also eben so ein ganz biogenetisch hochgezüchteter Typ. Okay. Da kommen also Parallelen zu Halo so ungefähr, ja, also so nicht künstlich geschaffen, aber irgendwie so ein bisschen beeinflusst das Ganze. Das sind halt so riesige Typen. Ich finde, der macht halt nicht so den sympathischsten Eindruck. Er ist jetzt nicht. Nicht jetzt ein Problem, dass er irgendwie unsympathisch ist, aber mir fehlt so ein bisschen so diese Nähe zu dem Charakter, dass ich sagen kann, okay, der Typ bin ich jetzt und ich habe jetzt hier meine Mission und ich gehe da drin auf. Das fehlt ihm so ein bisschen, aber was natürlich auch dran liegen könnte, weil ich halt mit Warhammer so bislang nicht viele Berührungspunkte habe. Ja, ja. Okay. Da fehlt mir so ein bisschen so diese emotionale Komponente. Aber okay. Wie gesagt, ich habe es erst 4-5 Stunden gespielt und so. Vielleicht tut sich da in Sachen Story auch noch so ein bisschen was am Ende, wo man dann da so ein bisschen im Charakter ein bisschen mehr aufgeht. Mhm. Ja, aber ganz ehrlich, so wie du es beschreibst, sieht es auch von den Trailern und von dem, was ich bisher gesehen habe, aus irgendwie, da fehlt. Bei Marcus Fenix zum Beispiel, da bekommst du eine Backstory, da bekommst du ein bisschen was über den Charakter erzählt und der ist einfach, also zumindest wirkt so besser geschrieben, detaillierter geschrieben und dasselbe beim Master Chief sogar, obwohl der eigentlich nie seinen Helm abnimmt. Das ist ganz lustig, du kannst im Spiel hier bei Spaceman 2, da kannst du in den Optionen festlegen, ob die Charaktere, die du spielst, in den Sequenzen, wo die sich unterhalten, mit oder ohne Helm zu sehen sind. Ich habe es dann gleich mal ohne Helm gemacht, weil das dann doch so ein bisschen so mehr so die persönliche die persönliche Nähe da ein bisschen besser funktioniert. Mhm. Aber du kannst halt auch so spielen, dass alle ihren Helm aufhaben, damit es noch unpersönlicher. Aber vielleicht aber Hintergrundgeschichte.
des Typen da, vielleicht ist es tatsächlich so, dass man dann den ersten Teil gespielt haben müsste, weil der taucht im ersten Teil definitiv auch auf. Mhm. Ich habe jetzt Teil 1 tatsächlich nicht gespielt. Ich weiß, bei uns auf der Homepage gibt es sogar einen Test dazu. Den hat damals der Ex-Kollege Julian geschrieben. Mhm. Keine Ahnung. Also vielleicht wird da ein bisschen mehr drüber erzählt dann, dass man da dann nicht ganz so ins kalte Wasser geworfen wird. Aber ich sag mal so, damit kann man sich arrangieren, weil ansonsten rein vom Gameplay her ist es gut. Foxy fragt, ob sich das Warhammer-Spiel zu einem Preis lohnt oder ist das eher ein Coop-Spiel-Design? Nee, kann man problemlos wirklich, also kann man hervorragend alleine spielen. Also das ist wirklich 1:1 wie auch bei Gears of War. Du kannst es problemlos alleine spielen, ohne dass da irgendwie was fehlt inhaltlich oder sowas. Die beiden Charaktere, die dann mitkommen auf die Mission, die sind dann halt KI gesteuert. Funktioniert auch so ganz ordentlich. Okay. Nee, das passt auf jeden Fall. Aber die ganze Kampagne lässt sich auch im Coop spielen mit bis zu drei. Zu dritt. Okay. Mhm. Also wirklich inspiriert von Gears. Ja, im Grunde genommen ist es genau das Gleiche. Ja, also ich kann es euch nur ans Herz legen. Wenn ihr noch skeptisch seid, dann vielleicht mal warten, bis es im Angebot ist irgendwann mal. Aber auf jeden Fall mal auf die Wunschliste setzen. Lohnt sich wirklich. Gutes Spiel, macht Spaß. Jetzt 10 Stunden, wie gesagt, ist jetzt natürlich nicht das meiste, aber ich glaube, so teuer ist es auch gar nicht, oder? Ist das Vollpreis? Ich weiß gar nicht. Ich schaue gerade. Ja doch, 69,99. Ja doch, Vollpreis. Wow, okay. Ja, aber wie gesagt, du hast natürlich kompletten Content ist drin, auch der zukünftige. Ich denke, das ist schon eine faire Sache und wenn der Multiplayer gut ist. Ja. Da kannst du, also zumindest die Kampagne, die kannst du locker, wenn du ein paar Freunde hast online, die kannst du auch locker mehrere Durchgänge spielen. Also da kommt schon. Kommt schon was zusammen. Das passt schon. Ja. Und das Schöne ist an dieser Stelle auch der Hinweis, das Ganze gibt es auf Disc. und da ist es tatsächlich schon günstiger, 59,99 aktuell bei Amazon. Kaufen. Außer ihr habt eine PlayStation 5 Pro, dann nicht. Nee, dann nicht. Es sei denn, ihr habt 125 Euro zusätzlich für einen Auftrag auszugeben. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Spoiler. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, GTA 6. Mhm. Da gab es diese Woche mal wieder Irritationen. Erst sagt ein Insider, er hätte gehört von Mitarbeitern von Rockstar, dass das Ganze nicht wie geplant im Herbst 2025 erscheint, sondern frühestens 2026. Kurze Zeit später meinte ein anderer Insider, seine Quellen bei Rockstar wüssten von nichts. wobei er auch dann gleich relativiert hat und meinte, das müsse aber auch nichts bedeuten, denn wenn das Management einen neuen Termin ins Auge fasst, dann erfahren das die Entwickler meistens erst als letztes. Und im Großen und Ganzen ist das Spiel natürlich sehr ambitioniert und bis Herbst 2025, da kann auch ordentlich viel dazwischen kommen. Ja. Was glaubst du, 2025, wird das was? Rockstar hat ja eigentlich schon öfters Spiele verschoben. Und man muss halt auch sagen, wie du sagst, die Spiele sind sehr ambitioniert. Und sie liefern jetzt grundsätzlich nichts Unfertiges aus. Von daher kann ich mir theoretisch eine Verschiebung vorstellen. Allerdings, wir haben es ja auch schon besprochen, wäre eine Verschiebung für die PlayStation ziemlich scheiße. Ja, also
Ich habe mal geguckt, also GTA 5 wurde tatsächlich gar nicht so großartig verschoben. Nee. Das einmal, wobei da der erste Termin auch noch gar nicht so richtig konkret feststand, hat so einmal nochmal so ein paar Monate nach hinten, also das war so ein erwarteter Release-Termin, der hat man nochmal ein bisschen nach hinten dann später angesetzt, also so richtig so Verschiebungen, so wie man es von anderen Games erkennt, nee, hatte GTA 5 tatsächlich wenig, also gar nicht eigentlich so richtig. Was natürlich heißen würde, dass GTA 6 da auch vielleicht die Info mit Herbst 2025 vielleicht schon gut gewählt ist. Mal, ja, mal schauen. Aber ich kann es, also wenn ich es mir bei einem Spiel vorstellen kann, dass es später kommt, dann ist es wirklich GTA 6, weil da ist wirklich Druck auf dem Kessel. GTA 5 so unglaublich erfolgreich. Ja. Das muss Rockstar im Grunde genommen ja toppen. Gut, toppen müssen sie es nicht, aber man will dann auch nicht schlechter werden mit dem nächsten Teil. Und da steht schon eine Menge auf dem Spiel. Ja, auf jeden Fall. Also erfolgreich ist er eigentlich untertrieben. GTA 5 war und ist nach wie vor in den Charts und ist trotzdem, ich glaube, es ist das meistverkaufteste Spiel wahrscheinlich, wenn man alle Versionen zusammenzählt. Und ja, es ist ja auch nach wie vor ein wirklich beliebtes Spiel. Also das Spiel wird ja auf fast allen Plattformen noch gespielt, wie wenn es gestern released worden ist. Also ja, es ist ja auf Xbox One und PS4 immer noch immer in den Top 3 Verkaufscharts jeden Monat. Ja. Ja. Das ist schon ordentlich, ne? Ja. Wobei da wahrscheinlich auch nicht mehr so viel verkauft wird in Sachen zählbarer Spiele, weil die ganzen Downloads werden ja von den meisten Chart-Erstellern da gar nicht berücksichtigt. Ja. Foxy fragt gerade, ob GTA 6 auch für One und PS4 erscheint. Nee, nur für Xbox Series X und S, ja, und PlayStation 5. Und PC-Version, lustigerweise habe ich jetzt nochmal gelesen, ist angedacht, dass die 12 bis 18 Monate später kommt, ja, als die Konsolenversion. Alter. Anderthalb Jahre später, das ist schon heftig, ne? Also, das war bei GTA 5 auch fast ein Jahr, glaube ich, oder? Hat auch ewig gedauert, stimmt. Aber daran siehst du mal, wie wichtig der Konsolenmarkt ist, vor allem weil dort das Spiel für 79,99 oder was immer auch rausgehauen wird. Und die PC-Version geht dann relativ günstig dagegen über Tresen, beziehungsweise da hast du das Thema Raubkopien wahrscheinlich auch noch. Deswegen erstmal mit den Konsolen Kasse machen. Ja. Und dann die PC-Version hinterher schieben. Wobei technisch dann natürlich nochmal ordentlich, also GTA 5 sieht auf dem PC auch schon wahnsinnig gut aus, also deutlich besser als auf den Konsolen. Ja, ja. Vor allem, wenn du einen potenten Rechner hast, da ist schon wirklich, ist schon wirklich beeindruckend. Und dann gibt es ja noch diese ganzen inoffiziellen Mods, die noch mehr rausholen aus dem Spiel. Da fällt einem echt so die Kinnlade runter, wenn du das so siehst, was da möglich ist mit der entsprechenden Hardware vorausgesetzt. Ja. Müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass das der Termin dann noch nicht in Stein gemeißelt ist. Da ist Microsoft, da ist Rockstar schon so taktisch klug, dass sie keinen konkreten Termin genannt haben, und wenn sie es verschieben, dann ist keiner wirklich, ja, und dann sind es meistens ein paar Monate, wie du sagst, und dann ist vielleicht Frühjahr, März 2026 oder so. Wir werden sehen. Ja, wie Foxy hier schon schreibt, er ist gespannt, wie viele Generationen GTA 6 mitnimmt. Wahrscheinlich dann die nächste Konsole und die übernächste Konsolengeneration auch noch mit. Ja. Je nachdem, wie dann GTA 6 online läuft, wird das auch strapaziert bis zum geht nicht mehr. Naja, müssen wir mal gucken. Aber dann können wir
auch schon zu, zum spaßigen Thema kommen. Wenn GTA 6 tatsächlich erst später kommt, 2026 oder sowas, dann ist das ein ganz, ganz großes Problem für die PlayStation, für Sony vor allem, für die PlayStation Pro, PlayStation 5 Pro. Jo. Denn die braucht eigentlich dringend Spiele, die die Technik ausreizen. Und da ist ja aktuell noch nicht so viel in Sicht. Okay. Also, gestern wurde es angekündigt, die PS5 Pro. Ja. Wie hat dir erstmal das Event gefallen? Was sagst du zur Show? Ich habe gar nichts gesehen. Du hast gar nicht geschaut? Nee, Mann. Nee. Ich hab mir die News durchgelesen, ich habe mir die Fakten durchgelesen und dann bin ich auf Threads gegangen und habe mir die sehr durchwachsenen Meinungen und Kommentare der Fans durchgelesen. Und ich muss es sagen, der Preis und vor allem, was mich erstaunt hat, dass das Fehlen des Disklaufwerks hat die meisten sehr entzürnt. Ich möchte erst noch mal was sagen zur Show selber. Ich habe es mir vorhin noch mal so nicht komplett angeschaut, aber noch mal so durchgeskippt bin ich da noch mal. Also erstmal, ich finde, das war kein guter Showcase. Und okay. Das sage ich jetzt gar nicht mal aus Xbox-Sicht, sondern ich versuche es zumindest objektiv zu beurteilen. Zum einen der Typ, ich weiß gar nicht jetzt, wie er heißt, mein Narbsvetter Mark Cerny oder irgend sowas, Chefentwickler oder irgend sowas, der das da vorgestellt hat, mag ein super netter Typ sein. Will ich jetzt gar keinen Hate machen oder sowas. Aber der hat so eine Stimme, der könnte aus dem Easy Listening Bereich kommen. So was Ähnliches wie heißt hier der Maler Bob Ross? So kannst du ja und dann hier und dann ist der ganz toll. Ich meine, fast schon zu soft. Und gerade bei so einem Produkt, da musst du auch so, finde ich jetzt jedenfalls, da musst du so ein bisschen Emotionen auch reinkommen. Und das kam bei ihm überhaupt nicht auf. Also keine Frage, jetzt so dieses übertriebene Amerikanische, dieses wow, yeah, das ist auch schlimm, das würde mich auch nerven, aber ich finde, das war hier viel zu wenig. Sehr, sehr nüchtern und dann halt diese Stimme, da denkst du also, oh, das ist so eine Wohlfühlgeschichte, weißt du, so genauso, wenn du runterkommen willst, dann legst du dich aufs Sofa und hörst dir irgendwelche Wahlgesänge an. So in der Art war das. Fand ich schon mal ganz komisch. So, ja. Das war das eine. Aber dann irgendwie aber auch die Präsentation selber der neuen Hardware. Ich fand es einfach schlecht gemacht. Ich fand es super, super schlecht gemacht. Die haben immer mal was gezeigt. Vergleichsbilder, Ausschnitte von das Spiel auf der PS5 mit Performance-Modus oder im Qualitätsmodus aus und daneben dann gezeigt, wie das Spiel dann auf der PS5 Pro aussieht. Ja. Und diese Bilder, diese Ausschnitte, die waren so klein, dass du im Grunde genommen, also machen wir uns nichts vor. Die meisten Leute schauen sich das tatsächlich ja mittlerweile auf dem Smartphone an. Ja. Und wenn du es auf so einem kleinen Display vor dir hast, da siehst du null Unterschiede. Ich habe es mir dann auf einem großen Bildschirm angeschaut und wenn es dir dann mal irgendwie so noch mal vergrößerst, ja, dann okay, bei der PS5 Pro ist es ein bisschen schärfer. Aber so der erste Eindruck, denkst du, ja, weiß nicht, ja, okay, vielleicht ist es da so ein bisschen flüssiger oder so, vielleicht ist das so ein bisschen der Schatten, die so, aber auch nur deswegen, weil du so einen direkten Vergleich hattest. Wenn eins davon weg wäre, du würdest nacheinander diese Ausschnitte sehen, dann würdest du sagen, sieht doch gleich aus. Also, das fand ich sehr komisch. Und gleich am Anfang wollten sie irgendwas mit Raytracing oder sowas präsentieren. Da hatten sie eine Spielszene. Ich meine, das war von Star Wars Jedi. Mit so einer Wasseroberfläche, wo diese durch so eine Art Sumpf oder irgend sowas laufen. Und in der Szene quatschte dann da über Raytracing, wie toll das alles ist. Und diese Szene
war so ein schlechtes Beispiel für Raytracing. Sie hatten später hatten sie dann mal einen Ausschnitt aus Hogwarts Legacy. Mhm. Da geht der Charakter in so eine Halle rein und da kommt dann so Gegenlicht durch so ein bemaltes Fenster und das strahlt so auf den Boden. Und da hast du es gesehen, Raytracing. Und das war nur in einer ganz anderen Szene, da wurde über Raytracing gar nicht gesprochen. Und die holen für das Thema Raytracing so eine Spielszene aus Star Wars Jedi raus, die ein absolut schlechtes Beispiel für Raytracing ist, weil es da kaum zu sehen war. Kaum zu sehen, also selbst mit aktivierten Raytracing, du hast da kaum Unterschiede gesehen. Da frage ich mich, was machen, da macht Digital Foundry, die machen millionenfach bessere Vergleichsvideos. Ja. Haben die da bei Sony niemanden sitzen, der das da mal irgendwie ordentlich auf die Beine stellt? Also ich fand wirklich, nur vom Gucken jetzt, wüsste ich wirklich keinen einzigen Grund, warum ich mir eine PlayStation 5 Pro kaufen sollte als PlayStation-Spieler. Ich versuche mich da sofort so ein bisschen versetzen. Ja. Naja, aber kommen wir zu den Fakten. Ja, 800 Euro die Konsole ohne Laufwerk. Es ist interessant, auf den Social-Media-Netzwerken haben wir jetzt ein paar inflationsangepasste Preise von älteren Konsolen gepostet. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, mit Inflation und mit der neuen Technik etc., der Preis ist jetzt grundsätzlich, ja, ist hoch. Aber wenn ich jetzt, und das ist ja der Punkt, das ist ja wirklich der Punkt, wenn ich jetzt Spiele präsentiere, die 3, 4 oder 5 Jahre älter sind und sage, hey, kauft euch das Ding für 800 Euro ohne Laufwerk, und spielt Spiele, die schon wirklich alt sind, aber ein bisschen besser aussehen, dann, jeder noch so kleine Marketing-Kenner oder im Marketing vorhandene Person sagt, das funktioniert nicht, das kann nicht funktionieren. Du musst einen Kaufreiz bieten und den gibt es nicht. Und ich habe mich auch, ich habe dann versucht, okay, was wäre, wenn Microsoft genau dasselbe getan hätte? Ich würde dann auch sagen, nee, sorry, aber für 800 Euro, für das, dass ich keine Blu-rays mehr schauen kann, für das, dass ich meine alten Spiele, und das ist ja auch ein großer Punkt, nicht mehr spielen kann, gerade auf der PlayStation, es besitzen sehr viele Discs. Es ist, ja. Ich frage mich auch, für wen, also klar, eine Pro-Konsole ist natürlich immer technisch das Beste, was es gibt. Ist teuer und richtet sich da natürlich eher halt an eine spezielle Zielgruppe und wahrscheinlich nicht an den Durchschnittsnutzer, an den Casual Gamer. Trotzdem, es muss ja irgendwo ein Kaufargument her. Und wie du schon sagst, wenn du einfach nur eine Hardware auf den Markt schmeißt und nichts, auch wirklich rein gar nichts Neues, wo ich jetzt sagen würde, oh, das ist jetzt geil, das Spiel will ich haben und ich will das Spiel in der besten Qualität spielen. Ja. Dann okay. Aber jetzt so ein Hardcore-Fanboy, gut, das ist kein Thema, der kauft sich eh alles, was kommt, egal wie es kostet. Das wäre aber auf der Xbox sicherlich ähnlich. Da gibt es auch solche Leute. So, aber jetzt, aber trotzdem muss man mal überlegen, was hast du davon? Wie du schon sagst, es wurden jetzt Spiele aufgelistet, so ein paar, die optimiert werden sollen, irgendwann mal. Ob es jetzt gleich zum Start alles zur Verfügung stehen, ist ein anderes Thema, das weiß man nicht. Ja, was waren das für Games? Jetzt habe ich die Seite hier blöderweise nicht mehr offen. Ich habe sie gerade offen gehabt. Moment. Ich weiß nur. Du sagst schon, das war Hogwarts war dabei. Wo ist die Liste? Hier. Hogwarts, Alan Wake, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls,
Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Marvel Spider-Man 2, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part 2 Remastered. Ja. So, das sind alle Spiele, die hat der Spieler, der jetzt so, der Hardcore-Gamer, der im Grunde genommen hier die Hauptzielgruppe für die Konsole ist, die hat ja alle schon gespielt. Ja. Jetzt spricht natürlich nichts dagegen, ein Alan Wake 2 noch ein zweites Mal zu spielen. Kann man alles machen und auch die anderen Spiele sind ja grundsätzlich erstmal gute Spiele, will ich hier gar nicht sagen. Der einzige Dauerbrenner davon ist im Grunde genommen Gran Turismo. Das ist so ein Spiel, was Fans wahrscheinlich pausenlos irgendwie spielen. Da könnte ich mir schon vorstellen. Aber der Rest, das sind ja alles alte Games. Nicht schlecht, aber die meisten wahrscheinlich von der Zielgruppe schon kennen. Und da sehe ich dann überhaupt gar keinen Grund, dass, also für dieses bisschen bessere Grafik, da dann 800 Euro auf den Tisch zu latzen. Ja, ja. Und wie du schon sagst, 800, wir haben 800 Euro, wir haben 120, 125, 130 irgendwas für das Laufwerk, wenn du es dann haben willst, ja. 930 Euro, dann musst du noch 30 Euro für den Ständer bezahlen, 960 Euro. So, und wenn du jetzt noch sagst, du bist jetzt tatsächlich ein Neueinsteiger, der von der PS4 kommt oder sowas, der braucht noch einen zweiten Controller, brauchst du halt, ne? dann hast du dein Einstiegspaket für 1.000 Euro, über 1.000 Euro, dann hast du die 1.000 Euro geknackt und das ist schon mal eine ganz, ganz, ganz fette Ansage. Ja, ja, und wie gesagt, wenn es gibt kein wirkliches Kaufargument für das Ding. Foxy schreibt, wenn GTA 6 dieses Jahr im November erschienen wäre, gut, ja. Ganz anderes Thema, aber es gibt kein Spiel, zumindest derzeit nicht, das diese Power der Konsole nutzen wird. Und ich muss halt auch irgendwie sagen, die PlayStation 5, generell, wir haben ja schon so oft drüber gesprochen, die derzeitige Hardware, Xbox Series X und PlayStation 5, die wird in den meisten Fällen nicht komplett ausgenutzt. So. Und wir haben ja sowieso noch die massive Fragmentierung von, okay, es gibt Xbox One, es gibt Xbox One S, es gibt Xbox One X, es gibt PlayStation 4, es gibt PlayStation 5, es gibt Series S, es gibt Series X. Wir haben so viele Konsolen und es wird für so viele Konsolen noch die Spiele optimiert, angepasst, veröffentlicht. Welcher Entwickler wird dann sagen, okay, wir veröffentlichen jetzt das Spiel mal für die Hauptkonsole, das wird die PS5 sein und Xbox Series X und dann wird es vielleicht noch optimiert für die PlayStation 5 Pro, aber das macht für mich alles irgendwie keinen Sinn. Ja, ich finde, das ist also ich hätte erwartet, dass man jetzt irgendwie zumindest, wenn man weiß, GTA kommt später irgendwann, ich hätte jetzt erwartet, dass jetzt irgendwie so ein Exklusiv aus dem Hut zaubern. The Last of Us, irgendwas Neues, ein neues God of War oder wie sie alle heißen. Irgendetwas von den eigenen Studios, wo sie wirklich sagen können, okay, das ist hier das Vorzeigespiel für die PS5 Pro. Das ist der Grund, warum ihr euch die neue Konsole kaufen sollt. Aber stattdessen kommt nichts. Nichts. Es kommen Updates von bestehenden Spielen. Die Frage ist ja auch, die ich mir stelle, so als Entwicklerstudio, du musst ja auch überlegen, der Aufwand für eine Konsole zu optimieren, steht und fällt ja mit der Hardware-Basis. Ja. Das heißt, im Grunde genommen muss ja Sony muss ja viel daran gelegen sein, dass es im Grunde genommen viele Käufer der PS5 Pro gibt, sodass die ganzen Third-Party-Studios überhaupt den Anspruch haben zu sagen, okay, da gibt es jetzt paar Millionen und in Zukunft werden es immer mehr, weil es ist so eine tolle Hardware und die Leute kaufen sie sofort. Mhm. Da optimiere ich mein Spiel auch für. Ja. Aber im Worst Case gibt es jetzt aktuell erstmal keine wirklich Spiele, die jetzt einen Kaufgrund darstellen. Nee. Wie gesagt, es sei denn, natürlich, irgendjemand meinte bei Discord, ja, ist ja kein Problem, muss ja jeder selber wissen, ob er immer das Beste haben möchte.
Klar, sicherlich. Wird halt die Leute geben, die sagen, okay, 800 klar, Euro, dafür will ich jetzt halt ein ganz klein bisschen die bessere Grafik haben und es soll ein bisschen flüssiger laufen. Das ist mir wert. Okay. Aber das ist ja nicht der Massenmarkt, von dem ja auch Sony abhängig ist. Aber das haben sie auch gesagt, dass das Ding für Pro-Gamer ist und dass das Ding jetzt nicht die PlayStation 5 ersetzen wird, sondern die PlayStation 5 wird parallel weiterlaufen. Ja, sicherlich. Es ist ja auch sinnvoll, weil wenn sie die einstellen würden, dann würde ja keiner mehr eine PlayStation kaufen, weil 800 plus Euro bezahlt halt nicht jeder. Ja. Und was mich irgendwie am meisten nervt, sind, aber es war klar, dass es kommt. Mich wundert es ja, dass Teraflops nicht gekommen sind. Ja, wie viele Teraflops hat denn die PS5 Pro noch? Ach, ich verstehe es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt vergleichen soll mit der Xbox und warum die jetzt viel besser ist. Da gab es überhaupt gar keine Zahlen, wo man sagen könnte, ich brauche Teraflops, sonst kaufe ich das Ding nicht. Nee, aber 8K. Da schießt mir alles in den Rachen, weil es ist auf der Xbox Series X ist ja auch schon gestanden, 8K-Gaming. Das ist der größte Marketing-Bullshit, den... Warum? Warum? Erstens, weil es theoretisch machbar ist. Ich weiß schon, es war die... In der Theorie, warte mal, was war denn, welche war denn das? Sekunde. Ronny schreibt 30 Teraflops. So, jetzt kommt die allererste Xbox, die Xbox Original. Mhm. Ja, was für eine Grafik, was für eine Auflösung konnte die darstellen, weißt du es? 480p. So, und jetzt kommt es aber beworben wurde sie mit HDTV-Spielunterstützung. Ja, in Klammern 480p, 720p, 1080i. Oh, wow. Und das war schon 2001, oder? Also 2002 kam es aus. Oder 2001 in den USA, bei uns 2002. Mhm. Natürlich gab es kein einziges Spiel, was das gebot, aber rein theoretisch wäre sie in der Lage gewesen. Und anscheinend haben die Hersteller so den Drang zu, das Maximum auf den Karton zu schreiben. Es ist ein Bullshit. Es ist aber klar, machen alle. Es ist nicht nur Sony. Nö, machen alle. 8K 120. Ja. Ich bin ja wirklich. Wir haben ja über die kommenden Xbox-Konsolen geredet, die jetzt im Weihnachtsgeschäft erscheinen. Und ich bin ja wirklich froh, dass Microsoft zumindest derzeit kein Mid-Gen-Gerät vorgestellt hat und hoffentlich auch nicht machen wird. Und wie gesagt, der Grund liegt für mich auf der Hand. Der Grund ist einfach der, dass die aktuellen Konsolen nach wie vor komplett ausreichend sind. Also und vor allem gerade Microsoft, die am Konsolenmarkt jetzt eh Probleme haben, sage ich mal, einen Absatz überhaupt zu machen, beziehungsweise mehr Konsolen zu verkaufen, da macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt noch eine stärkere Konsole anzubieten, die sowieso dann auch einen bestimmten Preis haben wird. Allerdings hat er auch heute im Discord geschrieben, wenn Microsoft jetzt, wenn Microsoft jetzt klug wäre oder ein kluger Schachzug wäre, jetzt eine Xbox Series X Pro mit Laufwerk für 400 Euro, 500 Euro zu veröffentlichen. Ja, wobei, natürlich, das ist dann, aber da muss man natürlich auch sagen, dass es immer sehr leicht gesagt ist. Ne? Selbst wenn jetzt Phil Spencer sagen würde, hey, wir machen da jetzt voll die Offensive, wir hauen jetzt so ein Hardware-Monster raus und verkaufen das zum absoluten Bestpreis, da würde der Microsoft-Boss nicht mitmachen. und vor allem würden die Aktionäre denen auch ordentlich aufs Dach steigen. ist halt so. Ne? Also die Leute unterschätzen das immer so ein bisschen. Die sagen immer, ja, wieso? Dann macht man es halt und das Geld kriegst du schon irgendwie wieder rein und so durch die mehr Verkäufe dann oder sowas. Ja, Problem ist halt, das Thema hatten wir schon mal so ein bisschen, das Aktienrecht oder wie heißt das? Ja, in den USA ist das sehr strikt. Also wenn du als Geschäftsführer oder als Verantwortlicher eines Unternehmens Geschäftsentscheidungen fällst, die
nicht gut für den Umsatz sind. Also, mhm. also bewusst fällst du sie. Sagst, ich verschenke jetzt hier die Xbox Series X Pro für 200 Euro und mache damit miese, nur damit ich jetzt Kundenwachstum habe. Dann machst du dich haftbar, persönlich. Gegenüber den Aktionären. Dann könnte einer sagen, hey, du verschenkst hier mein Geld, was ich in das Unternehmen stecke. Dafür verklage ich dich jetzt. Ja. Und insofern ist das, wie gesagt, es ist immer sehr leicht gesagt, zu fordern, ja, müssen sie halt irgendwie das dann günstig raushauen. Aber ganz so einfach ist es halt nicht. Ne? Das ist. Nee. Nee. Aber wir müssen uns auf jeden Fall, ich glaube die nächste Konsolengeneration wird teuer. Ich fürchte Schlimmes. Man sieht ja schon, dass die aktuelle Hardware-Generation, die aktuellen Konsolen, alles andere als billiger werden. Preisrunde Xbox, PlayStation 5 haben sie schon gemacht. In Japan gerade schon wieder PlayStation 5, die klassische, die normale, teurer geworden. Jetzt hat Sony in den USA den DualSense-Controller mal eben um $5 hochgesetzt. Ja. Und das für Technik, die 4 Jahre auf dem Markt ist, die damals, als sie verbaut wurde, war sie ja auch schon 1-2 Jahre alt oder irgend sowas. Ja, also wir sprechen hier von 6 Jahre alter Technik. Und das gab es eigentlich, glaube ich, in der Geschichte der Computer-Hardware noch nie, dass nach 6 Jahren Hardware teurer wird. Ja. Wo soll das hinführen? Ich meine, wenn du aktuell eine super Grafikkarte für den PC holst, da bist du mal locker ein Tausender los, wenn du wirklich eine gute haben willst. Sowas gab es früher gar nicht. Und ich fürchte wirklich, wenn die nächste richtige Hardware-Generation, Konsolengeneration kommt, dass wir uns an Preise so um die 800 Euro, dass wir uns da so ein bisschen was schon dran gewöhnen müssen. Mich stört das grundsätzlich jetzt nicht so, sofern das Ding auch wirklich einen Mehrwert hat und sofern das Ding auch die Dinge erledigen kann, die ich möchte. Und dazu gehören für mich zumindest ein Disklaufwerk, dazu gehört zumindest 1-2 Spiele, die mir auch zeigen, was das Ding kann. Nicht nur Tech-Demos, sondern nicht nur kleine Dinge, die jetzt da gut drauf laufen, sondern oder alte Spiele, sondern wirklich neu entwickelte Spiele, die die Hardware zumindest zum derzeitigen Stand gut ausnutzen. Und dann hochgerechnet, du hast das Ding ja dann wirklich wieder, also ich kaufe mir ja nicht jedes Jahr eine neue Konsole, also hochgerechnet, du hast das Ding ja dann 3-4 Jahre und das rechnet sich ja dann irgendwann mal schnell. Dann ist es, ich sag mal so, für eine komplett neue Konsolengeneration ist es eh nochmal ein ganz anderes Thema, weil da zahlst du dann 800 Euro, aber dann hältst du ja auch im Idealfall, wie lange geht es in der Generation? 8 Jahre, vielleicht sogar noch länger. Hast du was von? Jetzt so ein Pro-Modell, ne? Das wird ja im Grunde genommen in 4 Jahren schon wieder ersetzt, dann durch die nächste Generation. Da tut es natürlich noch mal viel mehr weh, wenn die so teuer ist. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass auch die nächste Xbox, wenn sie mal irgendwie kommt, dass sie ordentlich was kosten wird. Ich bin da bei dir und würde auch sagen, okay, wenn man sieht, wofür man sein Geld ausgibt, dann ist es okay. Ist ein teures Hobby dann, das auf alle Fälle. Aber wenn auch so innerhalb meines Schmerzbereichs, sage ich mal so. Ja, ja. Aber trotzdem ist es halt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Du hast 800 Euro. Ja, es ist schon ein Batzen Geld, vor allem für eine Konsole. Ja, du, aber ich weiß aber auch nicht, du sagst gerade, du willst dann Spiele sehen, die Technik ausreizen. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit schon, wie müsste denn jetzt aktuell ein Spiel aussehen, damit du sagen würdest, ja, das ist jetzt die neue Konsole. Sind das dann die 4K 120? Wer das ausreichen für dich? Also die bestmögliche Auflösung mit einer absolut flüssigen Darstellung. Das zum Beispiel, ja. Aber da hast du im Grunde genommen ja auch, wenn du jetzt Vergleichsbilder siehst, da würdest du auch nicht sagen, da siehst du im Grunde genommen auch keinen Unterschied.
Nee, aber wenn ich jetzt, ich denke jetzt so, weil ich das gerade im Kopf habe, GTA 5 auf der 360 und GTA 5 dann auf der One, beziehungsweise der Sprung von One auf Series X oder Series S, da gab es doch jetzt nicht so große, aber es gab merkliche Änderungen und man sah, also mit dem direkten Vergleich und selbst auf Videos hat man gesehen, okay, das Ding läuft auf einer besseren Hardware und der PC ist dann nochmal natürlich eine Stufe drüber, aber sowas in die Richtung, ja. Und ich denke, was für viele, und man hört das ja immer wieder aus der Community, wichtig ist, eine stabile Framerate. Und ganz ehrlich, das haben sie ja uns damals ja schon versprochen. Naja, 4K 60 und dann 4K 120. Das war im Grunde genau so das, was kommen sollte. Und davon ist wirklich, sind wir meilenweit entfernt. Ja. Wir sind bei 4K 30 und Full HD 60 mit bisschen Glück bei Exclusives, bei großen Spielen, vielleicht mit Glück Full HD 120. Aber viel besser ist es ja nicht. Ne? Ja, und man muss ja auch irgendwie trotzdem noch das Ganze nüchtern betrachten, weil Sony testet ja gerade tiefe Gewässer aus. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie, dass sie wissen, wie viel Geld sie damit jetzt machen. Also es ist jetzt wirklich, wir bewegen uns da in ganz neuen Gewässern. Also den Preis gab es noch nie wirklich bei Konsolen und es ist ein Pro-Modell, es ist keine PS6. Was heißt, den Preis gab es noch nicht bei Konsolen? Wie teuer war nochmal die Xbox, die allererste Xbox damals, als sie auf den Markt kam, wo Microsoft dann ein paar Monate runter zurückgerudert ist und die nochmal günstiger? Mit der Kinect, meinst du? Nee, die allererste Xbox. Oh, die allererste. Die kam auf den Markt. Ich bin mir nicht sicher. Waren das nicht sogar knapp 800? Ich bin gerade echt. Die war super teuer damals. Und dann haben sie die ja wieder. Haben sie im Nachhinein die Konsole günstiger rausgehauen. Okay. Die haben eine Preissenkung gemacht und alle, die bis dann gekauft haben, die konnten sich, das Thema hatten wir ja mal, konnten sich dann zwei Gratisspiele aussuchen und noch einen Controller und irgendwas. Mhm. Ich meine, 600, aber die war schon relativ teuer. Und wenn man jetzt mal so, $300 steht hier jetzt Einführungspreis, beziehungsweise 480 Euro. Steht hier jetzt, aber ich glaube, das ist der angepasste Preis für 23, ja. Ich sehe da jetzt nichts vom veränderten Preis. Nee. Ja, wir werden sehen. Also ich hoffe ja, dass Sony und demnach dann auch Microsoft sieht. Für Microsoft ist es ja auch interessant zu sehen, okay, wie viele Spieler gibt es, die dann wirklich sagen, okay, ich gebe jetzt 800 Euro oder mehr für eine Konsole aus. Und ich hoffe, dass sie dann sehen, oh, vielleicht probieren wir, den Preis zu drücken. Ich habe es jetzt, Xbox wurde zu Anfang für 479 Euro auf den Markt gehauen und dann ein paar Wochen später auf 299 reduziert. Und 479 Euro ist natürlich noch was anderes als 800, aber wie gesagt, du hast natürlich jetzt 20 Jahre dazwischen, Inflation hier und da. Naja, also die war auch schon relativ teuer. Ja. Ja, und Thema Disklaufwerk. Gerade so bei meinen News-Videos bei YouTube, da schreibt ja immer mal jemand wieder drunter und sagt, Xbox hat keinen, da gibt es kaum noch Spiele auf Disc und so und deswegen muss ich zur PlayStation wechseln, weil da gibt es noch jedes Spiel auf Disc und deswegen ist das da viel besser. Okay, kann man erstmal so hinnehmen. Aber nun fahren die nun tatsächlich mit der Pro ja auch wirklich im Grunde um die Digitalschiene. Das Laufwerk steht auf dem Abstellgleis. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wenn Microsoft jetzt irgendwann mal eine neue Konsole raushaut, dass auch dort das Laufwerk nicht mehr fest verbaut ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass sich beide es sich nicht trauen, komplett auf ein Laufwerk zu verzichten. Ja. Aber ich denke schon, dass das nur noch so eine optionale Geschichte wird, wie es Sony schon macht, mit so einem externen Laufwerk. Und dass
die nächste Generation schon der Anfang vom Ende des klassischen Mediums sein wird. Ich lehne mich da so ein bisschen weit aus dem Fenster, aber bei den Preisen, da wird es nicht wenige geben, die sagen, okay, komm, jetzt holst du das Laufwerk nicht, das holst du später. Und wenn du erstmal an dem Punkt angekommen bist, wo du sagst, okay, ich spare mir das erstmal und ich hole mir das danach, nächsten Weihnachten, nächstes Jahr oder irgend sowas, dann ist der Zug abgefahren. Weil in der Zeit, in dem Jahr, hast du dich dann so dran gewöhnt, auf Download zu setzen, dass du plötzlich dann die Disc gar nicht mehr so unbedingt vermisst. Und das wird sehr viele so gehen und dann ist das Thema durch und dann haben wir dann übernächste Generation dann gar kein Laufwerk mehr. Ja. Würde mich sehr ärgern, auch wenn ich selber kaum noch Discs kaufe. Thema hatten wir ja auch schon mal im Podcast. Ja, Discs. Ja, das wird ein spannendes Thema. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie eben eine Option anbieten, sei es denn eine zweite Konsole mit Disklaufwerk oder eben so ein externes oder adaptierbares Ding, das sich irgendwie extern noch kaufen lässt oder zusätzlich, aber ja, wir werden sehen. Wobei ich mal bei Microsoft ein Disklaufwerk alleine wegen der Abwärtskompatibilität besser vorstellen kann als auf der PlayStation. Ja, kann natürlich sein, aber da die Xbox-Spielerschaft grundsätzlich schon jetzt mehr auf Download setzt als die Spieler auf anderen Plattformen, man weiß es nicht. Ja. Es ist sowieso sehr, ich finde es unglaublich spannend, wie Microsoft jetzt reagieren tun sie jetzt ja nicht, weil war ja schon mehr oder weniger klar, dass es keine Mid-Gen von Microsoft geben wird. Das heißt, es wird jetzt keine Xbox Series X Pro geben. Finde ich jetzt für mich im Grunde auch okay. Ich habe noch keine einzige Zwischengeneration gekauft in meinem Leben. Für mich reicht das und wie du schon sagtest, im Grunde sind ist die Series X immer noch nicht am Limit. Wenn man das ein bisschen besser optimieren würde und sowas, dann wäre da noch viel mehr möglich. Ja. Aber es heißt ja, dass Microsoft stattdessen die nächste Konsolengeneration vorzieht. Eigentlich wäre es 2028 soweit. Und jetzt wird ja gemunkelt, dass es 2026 losgehen könnte, zumindest mit einer ersten Konsole. Mhm. Finde ich ganz interessant, weil das wird immer wieder gesagt. Also auch wenn es natürlich noch keine offiziellen Statements da gibt. Aber es klingt immer so, als wenn es wieder, das fragt ja auch Foxy hier, was wir meinen, wie sich so die nächste Xbox-Generation entwickeln wird. Es wird immer wieder davon ausgegangen, dass es doch wieder zwei Xbox-Konsolen geben wird. Einmal womöglich dieses ominöse Handheld und einmal das, was Sarah Bond, die Xbox-Präsidentin, immer mal wieder betont hat, als das Hardware-Monster überhaupt. Ja. Die beste Konsole, die es jemals gab. Naja, was dann schon so klingt, als wenn es wieder so eine kleinere eventuell als Handheld und dann doch nochmal irgendwie eine größere und die dann vielleicht ein bisschen später. Ja, ich bin echt gespannt. Also sowieso, manche sagen ja auch, könnte auch gut sein, dass Microsoft aus dem Hardware-Geschäft komplett aussteigt. Nee. Nee. Also grundsätzlich zuzutrauen ist Microsoft alles. Klar. Zuzutrauen ist denen alles. Nur wenn sie die Hardware einstellen, dann können sie auch den Xbox Game Pass einstellen, weil du brauchst eigentlich eine Heimatplattform dafür. Ansonsten wirst du den nicht wieder unters Volk bringen. Und PC Game Pass, Ja, und es ist ja auch gut, dass auf dem Konsolenmarkt, also mal abgesehen von Nintendo, die ihr Ding durchziehen und damit wirklich erfolgreich sind, aber es ist ja trotzdem gut, dass es ein bisschen
dass es mehrere Hersteller gibt und nicht nur einen, der das Monopol ausnutzt und quasi bestimmt, wo es lang geht. Also es ist ja trotzdem gut, dass es mehrere Angebote gibt. Also es ist ja nicht, das ist für uns gut, die Konsumenten. Also von daher bin ich, hoffe ich, dass Microsoft das nicht tut. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Was hast du gesagt? Ich habe nicht zugehört. Nein, Quatsch. Ich habe schon zugehört. Dass Microsoft die nicht die Reißleine zieht, weil ein Monopol ist scheiße. Genau, Monopol, das war das Thema. Ich finde es immer lustig. Ich meine, klar, die PlayStation-Trolle, die sich bei uns beim YouTube-Kanal verirren, die sind ja nun auch nicht maßgeblich. Aber ich finde es immer lustig, wie die dann rumtröten und dann sagen, oh ja, die Xbox weg mit der und so, die stört nur und so. Ich finde immer, das ist immer so kurzsichtig gedacht irgendwie. Das ist, weil jeder PlayStation-Spieler hat was davon, wenn es einen Mitbewerber zu Sony gibt, der Sony so ein bisschen unter Druck setzt. Ja. Denn wenn du nur einen Anbieter von so Next-Gen-Hardware hast, wie gesagt, Nintendo mal rausgeklammert, da leidet dann die Innovation drunter. Ja, nicht nur das, aber auch preislich können die quasi selbst mehr oder weniger frei bestimmen, was, wie und wo. Und von daher nicht gut. Ohne Xbox hätte die PlayStation 5 Pro jetzt 1.000 gekostet. Also seid dankbar, dass es uns gibt. Ja, also ich bin gespannt, wie sich das Thema entwickeln wird. Vor allem auch hinsichtlich den Verkäufen der Pro. Und realistischerweise wird man erst in ein paar, wahrscheinlich erst in über einem Jahr sehen, ob das Ding wirklich hält, was es verspricht und ob sich die Investitionen gelohnt hat. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass Microsoft einen anderen Weg geht, auch wenn diese zusätzlichen Konsolen, wie wir schon geredet haben, viel zu teuer sind und eigentlich irgendwie überhaupt keinen Sinn machen. Ja, es ist aber, man muss natürlich auch sagen, dass so in der Community so einige Spieler natürlich schon so ein bisschen enttäuscht sind, wenn es da keine Pro, Xbox Pro gibt. Ja. Weil, naja, sagen halt, okay, gibt es das Beste halt aktuell nur auf der PlayStation. Das Beste, in Anführungsstrichen, die beste Grafik, ja. Verliert man dadurch Spiele? Gibt es Leute, die deswegen jetzt sagen, okay, das ist für mich jetzt ein Grund, die Xbox zu verkaufen und auf die PlayStation 5 Pro umzusteigen? Ah, wird sicherlich den einen oder anderen geben. Ne? Also ich sag mal so, für die eigene Hardware-Basis ist es natürlich schon ein Thema. Klar. Wenn du nicht mitziehst. Andererseits, wenn man tatsächlich jetzt 2026 die nächste Konsolengeneration auf der Xbox-Seite sieht, dann hast du natürlich das Thema auf der PlayStation. Wenn du siehst, okay, die nächste PlayStation kommt erst in 2 Jahren oder sowas. Und jetzt gibt es gerade so eine geile Hardware, so ein geiles, sexy Handheld hier von der Xbox. Inklusive Game Pass im super Sonderangebot. Ah, ja. Komm, da greife ich mal zu. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr noch von Microsoft noch irgendwas geben wird, noch irgendwie eine Ankündigung, noch irgendwie so einen kleinen Showcase. Eine Partner-Preview oder diesen eine Developer Direct, wo man nochmal so einen kleinen Ausblick auf Spiele wirft. Letztes Jahr im Herbst gab es auf jeden Fall was. Mhm. Und dann gab es ja im Frühjahr, gab es ja dieses Jahr auch was. Vielleicht gibt es also im Herbst also auch noch ein kleines Event. Und ich frage mich, wann Microsoft da so die Katze aus dem Sack lässt, was die nächste Hardware angeht. Vielleicht wissen sie es aber selber noch nicht so ganz genau. Ja. Aber jetzt haben sie sich ja nun schon wirklich damals in dieser Interviewrunde da, haben sie ja nun ordentlich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, es wird Xbox weitergeben, es wird neue Hardware geben und die wird großartig.
Meinst du, da müssen wir bis nächstes Jahr im Juni zum nächsten großen Xbox-Showcase warten, bis da was kommt? Es, ganz ehrlich, klug wäre schon, wenn sie zumindest etwas konkreter werden. Ja. Zumindest mit einem Ding. Weil trotzdem, manchmal reicht es schon mit so einem kleinen Teaser oder irgendwas, die Fanbase zumindest ein bisschen an der Stange zu halten. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt, wie du sagst, wenn ich jetzt sage, okay, die PS5 Pro, die wird jetzt, ich sag mal, in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren dann relativ gut bespielt werden mit Spielen und dann auch, man sieht dann auch die Vorteile, aber dann ist es ja schon fast 2026 oder es ist schon 2026 und da kommt dann die neue Xbox-Konsole. Das ist dann auch irgendwie so ein Gegenargument. Okay, ganz ehrlich, die PS5 reicht mir jetzt noch und ich sehe mal, was sich ergibt. Und da könnte Microsoft schon einen großen Vorteil haben, ganz ehrlich. Also, wenn sie das klug machen und wenn sie ihre Marketingleute etwas, wenn sie sich ein bisschen besser anstellen, dann könnte das schon in Richtung Microsofts Richtung ausschwenken und positiv sein. Seit wann hat Microsoft wieder eine Marketingabteilung? Ja, der eine Typ, der dort arbeitet. Aber der eine, der im Keller eingeschlossen ist. Ja, ja. In dem Büro ohne Fenster. Ja, genau, der Typ. Foxy fragt, lohnt ein eigener Xbox-Handheld, wenn doch Xbox-Spiele auch auf andere Handhelds laufen? Game Pass-App, Xbox-PC-Spiele. Ah, ist halt die Frage, ne? Wenn es ein reines Streaming-Device wird, dann fände ich es tatsächlich unsexy. Ja. Also da müsste schon irgendwie so eine native Möglichkeit da sein, die Spiele auch zu speichern für unterwegs oder sowas. Ja. Ja, und ein Docking-Feature oder zumindest irgendwie ein Feature, dass ich das Ding mit einem Bildschirm verbinden kann, das muss auch. Ja, ich habe es ja schon gesagt. Im Grunde genommen so wie die Switch. Du hast die Docking-Station. Ja. Da hast du die Docking-Station optional. Optional. Du kannst diese Docking-Station optional kaufen. Du hast erstmal nur dieses Xbox Handheld, was ein Streaming-Device ist. Und jetzt hast du oder ein Streaming-Device mit einem relativ überschaubaren Speicher. Und dann hast du die Docking Station mit noch mehr Speicherplatz und wenn du das dranhängst, dann kannst du Spiele von der Docking Station aufs Handheld kopieren und zurück hin und her schieben, sodass du dann immer so ein paar Spiele unterwegs dir dann installieren kannst. Ja. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Also Microsoft, falls ihr zuhört, das, was Mark sagt. Vielleicht sollten wir uns da mal für die Marketing- und Technikabteilung bewerben, für die Produktentwicklung. Was sind Ihre Qualifikationen? Wir wissen, was die Menschen wollen. Genau, und wir haben Podcast. Unsere Expertise kann man wirklich regelmäßig im Netz hören. Ja, ja. Okay, Sie haben den Job. Ja. Elite-Controller, den hätte ich auch mal wieder gerne einen neuen. Vor allem auch einer, der technisch, also qualitativ wieder ein bisschen besser wird. Ja. Der nicht so oft kaputt geht. Tja. Bleibt nur ein Handheld mit Windows 11, oder? Obwohl es da fehlen dann die meisten reinen Xbox-Konsolenspiele. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Denn die nächste Hauptkonsole, also nicht dieses Handheld, aber die nächste wirklich große Konsole, ob die nicht vielleicht sogar ein verkappter PC wird, auf Windows-Basis, da drauf ein Interface geklatscht, was aussieht wie eine Xbox. Und wenn man sich damit nicht auskennt, dann hat man halt die gewohnte Oberfläche und wenn man es kann, dann kann man halt auch andere Sachen machen. Und wenn du so ein System hättest,
Und du hast den Microsoft Store, den klassischen PC Microsoft Store oder auch Steam oder Epic Games oder irgend sowas. Und du würdest dann sagen, du ermöglichst jedem den Zugriff auf die PC-Version der bisherigen Xbox-Spiele. Denn gibt es irgendein Xbox-Spiel in den letzten Jahren, was nicht für PC erschienen ist? Ich glaube, das sind sehr wenige. Ja, Abwärtskompatibilität ist dann so ein Thema. Also ja, aber das wäre ein Rechte-Management. Wenn du alle PC-Versionen der Xbox-Spiele im Microsoft Store hast, dann kannst du auch einfach die Rechte 1:1 übertragen. Das wäre kein Problem. Dann würdest du beim nächsten Mal dann, sobald du die neue Konsole hast, dann halt die PC-Version installieren und hast da Zugriff drauf. Also funktioniert schon. Wobei ich mir auch eine Emulation vorstellen kann. Also es ist ja jetzt auf der Xbox Series nichts anderes wie ein Emulator, der im Hintergrund die Xbox 360 laufen lässt. Und von daher kann ich mir das auch vorstellen, dass das dann theoretisch in der Windows 11 Umgebung läuft. Wieso nicht? Also das ist sicher machbar technisch. Von daher, dann könnte man wirklich auf seine ganze Bibliothek zurückgreifen und man hat dann quasi spielerisch keinen Unterschied. Ja. Ja. Naja, es wird auf jeden Fall noch viel passieren. Ich hoffe auch, dass es mal zeitnah irgendwie so einen kleinen Teaser gibt, einfach um die Leute auch am Ball zu halten, dass man zumindest das Gefühl hat, man ist so ein bisschen involviert, man weiß, in welche Richtung es weitergeht. Ja. Denn nichts ist nerviger als diese Ungewissheit, weil keiner weiß irgendwas. Und das ist ja immer so der Grund, warum es immer so viele Gerüchte gibt. Ja, Microsoft schmeißt alles hin. Und wenn man da so ein bisschen mehr kommunizieren würde, dann wäre vieles einfacher. Aber deswegen habe ich auch so ein bisschen den Verdacht, dass Microsoft selber noch so ein bisschen am Ausloten ist. Was da konkret passieren soll in Zukunft. Manchmal, ganz ehrlich, manchmal ist es gerade jetzt in der Zeit, ist es gar nicht so blöd, sich mal anzusehen, wie sich der Markt entwickelt. Gerade jetzt mit der PS5 Pro und das Streaming ist ja auch ein Thema, das Microsoft wirklich stark verfolgt. Von daher macht schon Sinn, jetzt nicht einfach als Antwort eine Xbox Series X Pro auf den Markt zu werfen, sondern einfach zu sehen, okay, wo geht's hin, was macht Sinn, was wollen die Leute und welchen Markt können wir noch erschließen, weil schlussendlich geht es ja darum, so viele Leute wie möglich an den Game Pass zu binden, süchtig zu machen und damit die fettleibig werden und nur am Sofa sitzen und nee, aber Tacos und Xbox. Genau. Xbox Game Pass featuring Lieferando oder irgendeine andere Food-App. Genau. Um Essen zu bestellen. Mit einem Klick. Nee, aber um das geht's schlussendlich. Neue Spieler zu gewinnen und ja, Sony hat ja selber Probleme, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, von daher. Hast du recht, die PS5 Pro ist echt so ein Versuchsballon, so ein bisschen. Ich meine, sowohl Microsoft besonders, Sony aber auch, im Grunde genommen ärgern die sich ja, dass so viele Spieler bei Xbox One und PS4 geblieben sind und noch nicht auf Series oder auf PS5 umgestiegen sind. Ja. Und wenn das so weitergeht, dann wird natürlich eine neue Hardware-Generation immer unattraktiver für die Hersteller. Ne? Und insofern bin ich mal echt gespannt, wieso die Verkaufszahlen sind. Die ersten, die Sony raushauen wird, die werden natürlich fantastisch sein, weil sich die harte Fanbase dann natürlich irgendwie eine besorgt. Lustig finde ich übrigens, bei der PS5 Pro habe ich jetzt irgendwie gelesen, die Verfügbarkeit, ne? Also vorbestellen kann man ab jetzt bald mal, oder? Jetzt habe ich die Seite nicht mehr aufgerufen. Da gab es jetzt ein Update. Warte mal. So, also, nein, das nicht. Wo ist denn das hier? Für September. Nee.
Hä? Ist das hier denn? Oh nein, nicht PlayStation. Was ist das denn? Doch. Ah, vorbestellen. 26.09. 26.09. Aber nur bei PlayStation, also bei Sony direkt? Ja. Es sei denn, und danach kommt es irgendwie dann kurze Zeit später dann zu teilnehmenden Händlern, die auch mitmachen. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl, die wollen gucken, dass sie da die Scalper so ein bisschen ausgrenzen. Ja. Ja. Um da 26 Pre-Orders. Am 26. Pre-Orders vom PlayStation Store. Also am 26. sind einmal im PlayStation Store und bei teilnehmenden Händlern in Regionen, wo der PlayStation Store nicht verfügbar ist. Okay. Mhm. Ansonsten ab dem 10. Oktober offiziell im Handel vorbestellbar. Okay. Ist sehr verwirrend eigentlich, ne? Aber das machen sie echt nur garantiert, um da so die Scalper zu kontrollieren. Können wir ja machen. Wir holen uns einfach mal so 10 Stück und gucken, ob wir die für 800, vielleicht findet man ja einen Dummen. Ja, das können wir mit dem YouTube-Geld machen. Jeden Morgen steht irgendwo ein Dummer auf. Es ist ja nun so, jeden Morgen irgendwo auf der Welt steht ein dummer Mensch auf und vielleicht kriegen wir es hin. Kaufen wir die für 800 und verschäbeln die dann für 1000. Nein, für 1500. So ein bisschen Geld. Ja. Hoch ansetzen, auf jeden Fall. Ja, und dann können wir noch ein bisschen sagen, okay, komm, Freundschaftspreis, 1,4. Ne, aber ich glaube tatsächlich, das wird, also gut, ist halt immer die Frage, wie groß die verfügbare Menge ist, ob Sony da jetzt so viele herstellt wie bei der klassischen PS5 damals. Wahrscheinlich wird die Menge geringer sein. Deswegen wird es da wahrscheinlich ebenfalls diese Ausverkaufsmeldungen relativ schnell geben. Ja. Weil der Warenbestand einfach nicht so hoch ist. Ja, okay, PlayStation, ich denke, das haben wir schon noch nie so oft über die PlayStation gesprochen. Ja, können wir jetzt auch erstmal für die nächsten Wochen dann sein lassen. Ja. Gibt es noch ein interessantes anderes Thema, was es zu besprechen gibt? Was mich noch interessiert ist, was die generellen Meinungen, ich weiß nicht, ob wir jetzt Kommentare bekommen, aber die generelle Meinung ist von Twitch versus YouTube, ob es da irgendwie ja, also von den zwei Leuten, die jetzt noch online sind, werden wir keinem, ja. Ja, finde ich auch interessant, also ich habe gesehen, es sind jetzt nicht viele Leute online, ist aber auch völlig okay, grundsätzlich ist es okay. Kanal muss natürlich auch hier wachsen und Tingel denn fragt jetzt schon, ob das Video auch auf YouTube kommt. Ja, ich werde es natürlich auch noch hochladen, nachträglich. Gefühlt haben wir halt bei YouTube eine deutlich größere Zuschauerschaft. Ja. Letztes Live-Video, da war also jetzt hier Backseat-Format live. Vor 2-3 Wochen, wann das war, da hatten wir auf jeden Fall wesentlich mehr Zuseher. Wesentlich mehr. Ich meine, es waren 45-50. Wolfgang meint, es waren sogar noch mehr. Ich weiß es nicht mehr genau, wie viel da zeitgleich online waren einmal. Da kommt Twitch natürlich jetzt nicht mit. Also, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wenn du hier jetzt fragst, was euch besser gefällt, Twitch oder YouTube, dann könnten die Twitch-Leute hier wahrscheinlich eher für Twitch stimmen. Wahrscheinlich, ja. Und wenn ich die Umfrage mal bei YouTube poste, dann gibt es wahrscheinlich eine absolute Mehrheit für YouTube. Ich weiß nicht, aber ich bin ja mal ganz froh, dass es so weit geklappt hat. Ja, Ronny meinte ja, bespielen wir beide Plattformen gleichzeitig. Ja, was ich bei Twitch allerdings wirklich gut finde, und das schreibt auch Tickle in der Chat, den finde ich ein bisschen besser. Der Delay ist wesentlich kürzer. Also der Delay ist wirklich. Ja, der ist nicht wesentlich kürzer. Also gefühlt schon. Bei mir sind es 2 Sekunden.
Und auf YouTube sind es sicher fast knappe 10. Zwei Sekunden kommt niemals hin. Oh, wait. 1, 2, 3. Okay, 3 Sekunden. 3 Sekunden sind es. Ja, jetzt hast du langsam gezählt. 4 Sekunden. 3 bis 4 Sekunden, okay. Ja, aber YouTube sind auch nur 10, 11, 12 oder sowas im schnellsten Modus. So große Unterschiede ist das nicht. Stimmt schon, ja. Stimmt schon. Ja. Der Chat ist besser. Das ist, ja, man kann halt alles einblenden. Das ist schon richtig. Was mich jetzt so ein bisschen stört, ich kann jetzt hier keinen, oder aktuell zumindest nicht, jetzt so einen Kommentar highlighten. Sprich, dass der jetzt stehen bleibt auch. Auf dem Hauptbildschirm jetzt. Die laufen halt einfach nur durch. Wenn man doch mal irgendwas Interessantes kommt und man ich möchte es mir merken, ich klicke ihn an, dann wird er schon angezeigt, dann weiß ich, okay, da muss was zu sagen. Und hier hast du halt so einen laufenden Posten, der läuft durch, dann siehst du ihn halt nicht mehr. Ja. Jetzt geht es bei 3 Leuten online, ist natürlich kein Problem. Aber wenn es dann doch mehrere sind, dann wird das ziemlich schnell unübersichtlich, finde ich. Ja, stimmt. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ja. Vielleicht machen wir es im Wechsel oder mal hier, mal dort. Ja. Ja, ansonsten Themen. Was ich lustig fand, The Crew. Da hat Ubisoft ja ordentlich zurückgerudert. Eigentlich hieß es ja, Server werden abgestellt und dann ist das Spiel Geschichte, weil es dann nicht mehr spielbar ist, weil selbst im Einzelspielermodus ist man vom Server abhängig. Finde ich eh ein Unding eigentlich. Warum macht man sowas? Keine Ahnung. Aber jetzt hat man ja mitgeteilt tatsächlich, dass man The Crew 2 doch noch ein Update spendiert. Ja. Und Ubisoft jetzt mal Ivory Tower Entwickler ganz groß. Ja, wir haben euch, liebe Community, wir haben euch wahrgenommen. Wir haben eure Stimme vernommen und jetzt machen wir es. Es wird einen Offline-Modus geben. Und tatsächlich soll es halt kommen irgendwann. Dann wird dann danach trotzdem zwar der Stecker gezogen, aber dann kann man das Spiel halt als Käufer, als Besitzer immerhin tatsächlich dann noch im Singleplayer alleine spielen. Ja. Ist ja schon mal das Mindeste, finde ich. Ja, und aktuell im Xbox Store und auch auf anderen Plattformen kostet das Spiel tatsächlich nur 1 Euro. Ja. Naja, komm, 1 Euro kannst du im Grunde mal mitnehmen, wenn das nicht so schlecht ist es nicht. Und du bist doch so ein Geizhals, so ein VPN-Typ, der kann doch mal für 1 Euro mal The Crew 2 sich mal besorgen. Ich habe das Spiel getestet, glaube ich. Ach, du hast es sogar. Verdammt. Ich hab's, ja. Also ich bin ziemlich sicher, dass ich hab's. Ich schau mal, aber ich hab's ziemlich sicher getestet. Crew 2, da. Preis, Content. Da, ja, ich hab's getestet. Und wie war's? Also ich kann dir das Fazit vorlesen. 7,3. KI ist sehr nervig und unfair, Verbesserung nur durch Loot, kaum Motivation zum Erkunden. Aber das war das Base-Game, also da waren die ganzen Updates natürlich noch nicht vorhanden. Das Spiel ist besser geworden bei dem, gar keine Wahrscheinlich. Frage. Ja. Wahnsinn. Das war 2018. Wow. Ah. Ja. Kaum Motivation zum Erkunden der Welt. Ja. Unfaire Rücksetzung. Ich ganz ehrlich, ich kann mich an das Spiel nicht mehr erinnern. Naja, das war ja mit dem Fahrzeugwechsel, ne? Dass du mal zack, kotzt du dann vom Auto ins Boot und vom Boot ins Flugzeug und sowas. Ja. Das hatte so Q1, glaube ich, noch nicht, ne? Nee. Q1 gab's. Da gab es auch mehrere Fahrzeuge, aber ich glaube keine Boote und keine Flugzeuge. Ja, hier, Foxy schreibt, er kann es für 1 Euro nicht kaufen. Angeblich hätte er es schon. Ja, und das liegt tatsächlich an Ubisoft Plus. Wenn du das abonniert hast, dann hast du das Spiel tatsächlich schon. Aber erstaunlich, dass man dann nicht noch kaufen kann. Also, Spiele im Game Pass kannst du ja auch noch extra nochmal erwerben. Das stimmt. Vielleicht ist Ubisoft deswegen gerade so am Straucheln.
Ja, geht wieder runter und drunter und drüber da. Ne? Mein Lieblingspublisher. Freue mich schon auf die News-Sendung. Das wird, glaube ich, das einzige Highlight-Thema der Woche. Weil ansonsten ist die Tage ja wirklich absolut nichts passiert irgendwie. Es war ja wirklich. Du kannst doch mal 10 Minuten über die PlayStation schimpfen. Nö, das mache ich nicht. Das ist das Xbox-News-Format, da hat die PlayStation ja nichts zu suchen. Ja. Okay. Außerdem wurde ich ja schon angegangen, dass ich mich letzte Mal lustig über Concord gemacht habe. Habe ich schon wieder böse Nachrichten bekommen. Und dabei habe ich mich echt zurückgehalten. Ich habe nur ganz kurz im Nebensatz erwähnt, dass Concord so scheiße läuft und dass das Spiel so blöd ist. Aber auch habe ich auch nicht direkt gesagt. Ich habe es nur so, naja, man könnte jetzt, aber tun wir nicht. Ich dachte, das wäre eigentlich so ganz fair. Und trotzdem habe ich echt böse Nachrichten gekriegt. Du H. Punkt, Punkt, Sohn und so. Oh, wow. Ja. Ja, als Internetpersönlichkeit machst du dich angreifbar. Ja, natürlich. Du H. Punkt, Punkt, Sohn, geh doch Redfall spielen. Haha. Und du so, ja, das mache ich jetzt in der Tat. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, also das muss man ja Microsoft bzw. Entwickler dann doch noch irgendwie hoch anrechnen. Sie haben ja Redfall tatsächlich noch mal so einigermaßen gefixt. Also ich sag mal so, spielerisch ist immer noch keine Offenbarung, es ist kein richtiges Highlight, aber es ist jetzt fehlerfrei, es funktioniert so ganz gut. Und immerhin. Also sie haben nicht gesagt, okay, komm, wir ziehen den Stecker, wir entschädigen die Käufer und dann ist das Thema durch. Das haben sie nicht gemacht. Ja, wir haben drüber gesprochen, wie es damals so weit war. Das Spiel hätte als Beta veröffentlicht werden sollen und fertig. Das Debakel wäre verhindert gewesen, aber. Ja. Naja, aber hoffen wir mal, dass sie dann daraus lernen und dann kommt sowas nicht nochmal. Ja, das heißt, ansonsten haben wir eigentlich auch kein großes Thema mehr. Nee. Ubisoft schreibe ich mir auf. Kennt einer von euch? Diese einzige interessante Neuankündigung ist Space Adventure Cobra. So ein Action-Adventure von so einer Manga-Anime-Reihe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das kenne. Die Bilder kommen mir so ein bisschen bekannt vor. Aber irgendwie. Space Adventure. Erinnert mich so ein bisschen so die Figuren an Captain Future. Okay. Ja, ist von Mike Voigt, insofern muss man da jetzt auch nicht so viel erwarten. Vorsichtig ausgedrückt. Ist genauso. Ah, da müssen wir natürlich noch drüber sprechen. Narcon, mein zweitliebster Publisher, Narcon mit KT Racing. Was ist denn da mit Test Drive Unlimited Solar Crown los? Ui. Peinlich, ist das unnötig? Ist das doch wahnsinnig, oder? Hatten die nicht Beta-Tests? Hatten die Netzwerktests gemacht sogar? Lief das nicht? Beta-Tests gab es auf jeden Fall, oder? Dass man das Spiel raushaut im Early Access, also für die Käufer der Premium-Edition. Ja. Und dann geht das Ganze nicht, weil der Server verkackt und das tagelang? Ja, deswegen macht man Beta-Tests und Netzwerktests. Und es ist ganz ehrlich, es ist eigentlich, gibt es keine Entschuldigung für sowas, ganz ehrlich. Morgen ist der offizielle Release. Ich weiß gar nicht, ich habe es gar nicht verglichen, also Release der Standardversion. Mhm. Ich habe gar nicht geguckt, ob jetzt die Server, also angeblich haben sie schon ein bisschen was gefixt, soll so ein bisschen besser der Zugriff drauf sein, aber so richtig hundertprozentig rund läuft es immer noch nicht. Ja, Rocket schreibt hier nur, für Vorbesteller der Gold-Edition waren die Beta-Tests. Ja, das finde ich halt immer blöd. Ne? Wenn du halt mal gucken willst, ob die Server die Last aushalten, dann musst du halt auch so ein paar mehr Spieler mal drauflassen.
Ja. So ist das echt irgendwie nur Geld machen. Ne? Komm, wir hauen eine Goldversion-Edition raus, musst du kaufen. Als Belohnung darfst du dann die Beta spielen. Ist auch völlig verrückt. Ja, generell wirkt das Spiel für mich irgendwie sehr lieblos. Ja, ich habe mir einen Test angeguckt bei, was war das, bei PC Games oder war das GameStar? Ich glaube, PC Games habe ich mir angeguckt. Ich weiß nicht, da wird dann halt auch wenn es technisch läuft, also mit dem Server, dann wäre es so vom Rennerlebnis, wäre es ganz okay. Also kein schlechtes Spiel, aber wäre auch kein gutes Spiel. Ja. In dem Sinne, das ist so eine Durchschnittssache. Es wäre halt so ein bisschen sehr leblos vor allem, weil du fährst da halt durch Hongkong und du hast im Grunde genommen null Passanten, keine Fußgänger an den Straßen. Hin und wieder, wenn du unter Brücken durchfährst, dann siehst du mal, dass da oben jemand steht oder sowas. Das wäre halt so ein bisschen sehr arm an Atmosphäre. Ja. Und Fazit war im Grunde genommen, es gibt bessere Open World Racer. Ja. Genannt Forza Horizon, obwohl jetzt Forza Horizon 5 der letzte Teil, jetzt auch nicht so gut fand. Nee, dem ganzen Genre und dem ganzen generell der Reihe geht irgendwie die Luft aus. Es fehlt da. Ja, da müssen halt auch mal neue Impulse her, ne? Mal irgendwas Neues und nur einfach das Setting wechseln, das ist einfach auch zu wenig dann. Ne? Ja. Wenn sich vom Spielprinzip irgendwie seit Jahren nichts ändert, du fährst da auf deinem Event irgendwie durch eine Landschaft und da könnte so ein bisschen, da muss einfach was Neues kommen. Ja. Könnte mir auch vorstellen, dass das der Grund ist, warum Forza Horizon 6 noch auf sich warten lässt. Aber ist auf jeden Fall peinlich. Ich bin gespannt, ob morgen zum offiziellen Release dann Test Drive dann zumindest spielbar ist. Das wäre schon das Mindeste. Ja. Immerhin, neuer Content wurde ja auch schon angekündigt. Soll dann noch eine neue Insel geben, die dann... Ibiza ist das. Ibiza kommt dann als nächster großer Inhalt. Mal gucken, ob das Spiel Ibiza überhaupt erlebt oder ob es nicht bis dahin schon abgesägt wird. Das Game as a Service Konzept. Ja. Season 1 startet am 12. September und Season 2 wird dann Ibiza bereitstellen. Ja. Soll auch in 3 Monaten kommen dann. Und Season 3 steht auch schon fest in einem halben Jahr. Und Season 4 ist auch schon angekündigt. Soll dann direkt in einem Jahr dann starten. Naja, bin ich echt gespannt, ob das Spiel sagen, wie die das durchhält. Ich habe da meine Argumente. Ja. Muss auch sagen, ich hab echt nicht viel erwartet davon. Ich habe die letzten Test Drive Unlimited Spiele irgendwie fand ich so ganz okay. Aber als ich dann gehört habe, dass Nacon die Rechte hat, nein, nichts gegen Nacon allgemein, aber es ist halt irgendwie, das ist halt eine große Marke, Test Drive. Und kann man sagen, was man will, Nacon hat da so ein großes Budget, haben die nicht. Ist dann schwierig. Und bei Nacon, da steigen die Entwickler auch schon aufs Dach letztens. Da gab es auch irgendwie eine Meldung, dass da Entwicklerstreik droht wegen schlechter Arbeitsbedingungen und irgend sowas. Naja, da leidet dann natürlich auch so ein Spiel drunter. Und KT Racing als Studio, was dafür verantwortlich ist, die hauen ja auch wirklich viele Rennspiele in letzter Zeit raus. Das haben die alles hier angekündigt. Endurance Motorsport Series. Dann gab es 4 European Truck Racing. Flatout 4 Motorcycle Club. Das waren so die ersten MXGP, also das Motorradrennspiel. Truck Driver gab es. Dann, ja, TT Isle of Man. Die Motorradrennspiele, die auch eigentlich nicht schlecht waren. Die sind halt technisch, aber man sieht halt, dass das Budget nicht so hoch ist. Die sind spielerisch vom Fahrverhalten und so sind ja alle ganz gut. Ja. Aber man sieht halt an,
grafisch so ein paar Abstriche. Ne? Und jetzt, ja, dann gab es den V-Rally und dann hat die ganze WRC von 2015 an bis 2022 hatten sie die Rallye-Lizenz. Seit letztem Jahr hat ja Electronic Arts mit Codemasters die Lizenz. Aber immerhin, das letzte Rallye-Spiel von denen, WRC Generations, das ist wirklich gut. Das war nicht schlecht, ja. Das ist so ein bisschen unterbewertet worden. Hatte anfangs, glaube ich, auch so ein paar Startschwierigkeiten, aber das ist wirklich vom Fahrverhalten ein sehr, sehr herausragend gutes Rallye-Spiel geworden. Gefällt mir besser als das Rallye-Spiel von EA im letzten Jahr, was mich völlig enttäuscht hat eigentlich. Weil da hätte ich nämlich auch erwartet, dass die aufgrund des vorhandenen Budgets da so ein bisschen mehr umsetzen können, was ein bisschen Besseres auf die Beine stellen können. Aber das fand ich so technisch so etwas... Wie gesagt. Naja, und insofern hatte ich jetzt auch von Test Drive Unlimited nicht die größten Erwartungen. Insofern überrascht mich das jetzt hier nicht so wirklich. Aber ist halt schade. Und wenn Solar Crown nicht läuft, dann kann man schon mal damit rechnen, dass das dann auch das letzte Spiel der Reihe war. Ja, wart, bis die angepasste PS5 Pro-Version kommt, dann ändert sich das. Mit Zuschauern dann auf der Strecke. Weil alle anderen Konsolen schaffen das natürlich. 8K, 120 Frames. Ich finde, könnte auch schon langsam aber sicher mit 16K. Mit 16K werden. 16K 42 Frames. Ja. Weil 120 ist noch so ein bisschen, das ist noch ein bisschen hakelig, wenn du ganz genau hinguckst. Ja. Okay, ich merke schon. Also. So, gibt es noch irgendwas in den Kommentaren? Noch ein Thema, was euch absolut interessiert, worüber ihr sprechen wollt? Dann haut das jetzt mal rein. Ansonsten entscheide ich gleich ganz demokratisch, dass wir Feierabend für heute machen. Aber wir sind ja auch schon wieder, es ist ja schon ganz, ganz ordentlich lange jetzt. Es ist ja schon 20 nach 9. Mensch. Das sind ja schon, das haben wir ja fast 2 Stunden geknackt. Ja. Ja, Rocket schreibt, das Niveau sinkt, wenn Sony erwähnt wird. Nein, Sony ist ein Spaßbringer, da freuen wir uns, da amüsieren wir uns drüber. Viertel 10, sagt der Ossi. Ja, ich bin kein Ossi. Ich kann das, aber in Berlin sagt man das auch tatsächlich. Ich als Zugereister kann mich da bis heute nicht mit anfreunden. Ich muss immer überlegen, wenn man mir Viertel 10 sagt, was heißt denn das nun? Ich kenne halt auch nur Viertel nach 9. Viertel nach 9 ist Viertel, aber das, so viel muss gesagt werden. Viertel 10 ist grundsätzlich korrekt, weil es ein Viertel von der 10 ist. Genau, du sagst ja auch halb 10. Musste mir von vielen Berlinern auch schon sagen lassen, dass das doch wirklich korrekt wäre. Und ja, das stimmt auch, aber trotzdem Viertel 10. Wenn jemand sagt, treffen wir uns um Viertel 10, dann muss ich mal fragen, wann? Oder du bist zu früh oder zu spät. Genau, irgendwas von beiden. Naja. Okay, lass uns Feierabend machen. Okay. Vielen Dank an die 2 Leute da draußen, dass ihr zugeschaut habt. Wir gucken mal, also wir machen das Format auf jeden Fall weiter. Vielleicht hier nochmal, vielleicht wieder bei YouTube. Wir schauen mal, wie das ist. Dann machen wir das nächste Mal noch so ein Lag-Test bei YouTube und gucken mal, wie lange das wirklich bei YouTube dauert. Also hier konnten wir uns jetzt auf 4 Sekunden einigen. Ich glaube, es sind 5 Sekunden vielleicht auch. Nee, 4. Okay, 4 Sekunden. Dann gucken wir mal, wie viel wir bei YouTube hinterher hängen. Also letztes Mal weiß ich ganz genau, da habe ich gezählt. Da waren es 11 Sekunden. Okay. Ich denke aber, das ist eigentlich auch noch im Rahmen. Aber gut, vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart bei unserem allerersten Twitch-Stream. Das erste Mal bei Twitch Online. Wow, großartiges Gefühl. Ja. Jetzt sind wir angekommen. Jetzt sind wir angekommen in der jungen Zielgruppe.
Okay, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, Wolfgang, dass du es ausgehalten hast. Ja, und dann euch einen schönen Abend da draußen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Samstag, dran denken, ab 12 Uhr gibt es wieder die News. Und dann, ja, sehen wir uns dann. Also, macht's gut. Ciao, ciao.